Ja, moin zusammen, hier ist wieder Jens vom Kanal Move Electric. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und heute kam wieder mal ein Software-Update für mein Tesla Model S, das fünfte innerhalb von 6 Wochen, seitdem ich den Wagen habe. Und das ist ein ganz besonderes Update, auf das viele Tesla Model S und Model X Fahrer jetzt schon warten. Wir haben ja keine Ultraschallsensoren mehr. Und gerade auch wir mit Hardware 4 sind auf dem Papier natürlich im Vorteil, viel bessere Hardware, aber leider hat die Software noch nicht Schritt gehalten. Doch jetzt hat es mit diesem Update scheinbar einen Quantensprung gegeben auf Tesla Vision, also quasi die Parksensor-Emulation, die dann per Kamera hier die Abstände misst und anzeigt. Und das soll jetzt hier mit diesem Software-Update enthalten sein. Ich habe das natürlich sofort installiert und das probieren wir heute aus. Wie klappt das jetzt mit dem Tesla Model S? Kamerabasierte Parksensoren. Ich bin mega gespannt, also unbedingt dranbleiben. Diese Sendung wird euch präsentiert von Store and Charge, euren Experten für Ladezubehör. Ja, bei der Software, da gibt es halt hier die Versionshinweise und gerade für diese neue Version, das ist die Version 2023.12.300.1, da gibt es jetzt hier die Einparkhilfe, das ist das Einzige, was neu gekommen ist. Und man sieht, das sieht hier doch ganz schön aus, ganz schickes, gerades Rechteck so in Rot- und Gelbtönen und hier ist eine Zentimeteranzeige. Und ja, das soll es im Prinzip sein, aber Tesla warnt gleichzeitig, Tesla Vision Einparkhilfe dient nur zur Unterstützung und ist kein Ersatz für den aufmerksamen Fahrer. Seien Sie bitte aufmerksam und weichen Sie den Hindernissen nach Bedarf aus. Ja. Irgendwie kann man sich also scheinbar dann doch nicht drauf verlassen. Das gibt Tesla scheinbar hier sofort selber zu. Ja, und als erstes fahren wir doch mal auf die Garage zu. Ich habe hier mein Garagentor geschlossen. Und mal sehen, was Tesla Vision hier so anzeigt. Jetzt fängt es an zu piepen, jetzt höre ich mal auf. So, jetzt gucken wir mal, wie viel Zentimeter ich jetzt noch Platz habe. Das sind, ich würde mal schätzen, das muss man ja gar nicht genau messen, das sieht jeder, dass man hier nicht stoppen muss. Das sind locker noch 50 cm oder sagen wir mal 45 cm. Aber es macht keinen Sinn, hier schon zu stoppen. Also das kann ich auch mit dem Auge abschätzen, dazu brauche ich tatsächlich diese Hilfslinie nicht. Ja, man kann sehen, dass da noch jede Menge Sicherheitsabstand ist. Ich will das gar nicht Zentimeter genau messen, das macht ja überhaupt gar keinen Sinn. Er hat ja gesagt, ich soll stoppen und er hat sogar schon das Notfallpiepen gemacht. Das heißt, eigentlich ist jetzt wirklich Eile geboten, jetzt wirklich anzuhalten. So war es zumindest bei meinem alten Model S mit Ultraschallsensoren. Und jetzt habe ich aber hier noch fast, weiß ich nicht, 40, 50 Zentimeter mindestens Platz bis zum Hindernis. Ja, das macht aus meiner Sicht keinen Sinn, denn so würde ich mit den Augen ja schon sehen, dass ich noch näher ran kann. Da brauche ich jetzt keine Kamerasensoren in Anführungsstrichen, die mir sagen, jetzt halt aber bitte an, obwohl meine Augen mir sagen, da ist noch locker Platz. Also ich als Mensch habe da einfach ein besseres Parksensorgefühl als diese Kameras mit der Software. Zumindest wenn man vorne einparkt in die Garage und das ist sozusagen mein Standardanwendungsfall, der momentan ja so ein bisschen Blindflug ist. Und jetzt machen wir das Ganze nochmal rückwärts. Wenn ich nämlich rückwärts aus der Garage rausfahre, da ist eine Hecke. Das ist zum Glück nicht ganz so kritisch, weil das sind nur ein paar Blätter und Äste. Also im schlimmsten Fall kriege ich da ein paar Kratzer im Lack, wobei der jetzt gerade Keramik versiegelt ist. Und jetzt fahre ich mal rückwärts und guck mal, was die rückwärtigen Kameras so hinkriegen. Dann fahren wir jetzt rückwärts. Man sieht hier die Hecke ganz gut. Also rückwärts ist ja eigentlich gar nicht das Problem wegen der Rückfahrkamera. So, jetzt sagt er Stopp. Und man sieht schon im Kamerabild, da ist noch jede Menge Platz. Also ihr seht, auch bei der Hecke sind locker noch 30 cm übrig, als man hier stoppen sollte. Dass ich mit dem Auge jetzt auch schon sehe, sowieso mit der Rückfahrkamera, dass da noch Platz ist und ich wäre auch noch weiter zurückgefahren im wirklichen Leben. Und jetzt mit diesen Kamerasensoren würde ich mal sagen, schönen Dank, Tesla. Das könnt ihr im Prinzip in die Tonne treten. Also mein Auge ist deutlich exakter, was das Abmessen dieses Fahrzeugs angeht, als diese Kamerasensoren. Das macht so überhaupt keinen Sinn. So, und jetzt fahren wir doch nochmal in meine Garage. Und jetzt flippt er schon völlig aus, weil natürlich die Garageneinfahrt nicht ganz so breit ist, aber ich passe hier natürlich locker durch. Trotzdem flippt er schon aus und sagt, ich soll anhalten, aber jetzt hat er es wohl irgendwie, nee, immer noch nicht, ich soll immer noch anhalten. Links und rechts ist einfach zu wenig Platz für die Kameras, aber nur für die Kameras, für das Auto nicht.
Und jetzt sagt er, ich habe noch 40, 50, jetzt habe ich 60 cm, das wird immer mehr. Jetzt wieder stoppen, aber ich bin wirklich noch einen halben Meter von der Wand entfernt. Also da kann man locker noch weiterfahren. Ich fahre mal so viel weiter, wie ich das kenne. Jetzt piept er schon wieder wie verrückt und ich kann aber immer noch weiter, das weiß ich. Ich kann noch einen Ticken und jetzt ist aber Schluss. Jetzt würde ich auch mit den Augen aufhören. Und jetzt hat er schon quasi die Linien im Auto. Und jetzt gucken wir uns das mal an, wie weit ich jetzt wirklich von der Wand entfernt bin. So, das ist jetzt Fahrt nach meinem Augenmaß. Und ihr seht, mein Augenmaß sagt, ich habe noch 10 cm. Und siehe da, es passt. Das liegt natürlich daran, dass ich diesen Wagen mehr oder weniger schon seit 5 Jahren fahre und halt genau weiß, wie weit ich hier in diese Garage fahren kann. Ja, das war es in aller Kürze. Neuigkeiten von den Parksensoren beim Model S und Model X mit Tesla Vision. Also ich glaube, da hat Tesla noch ein riesiges Stück Weg vor sich, bevor das hier mal so funktioniert, wie die Ultraschallsensoren früher funktioniert haben. Und ja, ich mag Tesla, ich fahre den Wagen gerne, aber das finde ich richtig schlecht und man muss das auch mal sagen dürfen. Und viele Leute sagen ja, ich bin Tesla-Fanboy. Na klar bin ich ein Tesla-Fan, aber alles kritiklos hinnehmen, das tue ich natürlich auch nicht. Und deswegen sage ich hier ganz klar, das ist massiv zu kritisieren, so geht's einfach nicht, das muss dringend besser werden. Ja, und wenn euch das Video gefallen hat, vergesst nicht, mir einen Daumen nach oben zu geben. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr von diesem Tesla Vision haltet. Ob es bei euch, wenn ihr Model 3 oder Model Y fahrt, wo es ja schon länger funktioniert, also funktioniert in Anführungsstrichen, schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, wie das bei euch so in der Praxis läuft. Und wenn ihr Model S oder Model X habt und das auch mal ausprobiert habt, dann schreibt mir doch auch gerne, ob es bei euch irgendwie besser ist als bei mir und welche Erfahrungen ihr jetzt bis jetzt damit gemacht habt. Ja, das war also ganz brandneu von dem letzten Software-Update. Und wenn euch das Video gefallen hat, vergesst nicht, mir einen Daumen nach oben zu geben. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert gerne meinen Kanal. Dann sehen wir uns beim nächsten Video. Würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dahin, macht's gut. Ciao.